Ob im Fußball, im Hockey oder im Ski Alpin, das Oberwallis hat in der Vergangenheit immer wieder Profisportler herausgebrungen. Total anders ist die Diskussion allerdings im Tennis. Da gibt es zwar in Visp seit den häufigen Jahren eine gute Tennisschule. Es gibt immer wieder auch Tennisspieler aus der Region, die es in die nationale Rangliste schaffen. Aber auf dem Weg zum Profi sieht man so gut wie gar keine Spuren. Eine, die das in absehbarer Zeit vielleicht könnte ändern, das ist die Lena Hidalgo, 17-jährige Tennisspielerin aus Baltschieder, die direkt nach der Sportschule Hitzbrück ist ins Studio gekommen und nachher weitergeht ins Training. Lena Hidalgo, herzlich willkommen. Merci vielmals. Wird ihr mit etwas Schönem anfangen? Ihr habt Ende September auf Sardinien das erste Mal ein Turnier gewonnen von Profis. Da hat es total 10'000 Dollar Preisgeld zu verdienen gegeben. Ihr habt einen kleinen Teil davon bekommen. Was bedeutet auch die Premiere? Also das ist für mich sicher eine grosse Bedeutung, so ein Turnier zu gewinnen. Weil jetzt, ja, dieses Jahr habe ich halt viele Junior-Turniere gespielt und da ein paar gewonnen. Aber bei den Profis hat es noch nie gelangt und ich bin wirklich überglücklich, dass ich einmal das Turnier gewinnen konnte. Wenn ihr zurückdenkt in dem Moment auf Sardinien, wo ihr den Pokal bekommen habt, habt ihr Gutschein bekommen, was ist so durch den Kopf gegangen? Seid ihr jemand, der Preisverteilungen, Siegerehrungen euch mit Emotionen geniessen oder einen Genuss im Stillen? Ja, mal, also eher ein Genuss im Stillen. Also ich habe sicher Emotionen auch für mich, aber nicht gerade so Tränen oder so, sind jetzt nicht geflossen. Aber es war sicher ein schöner Moment für mich, ja. Ihr habt schon ein paar Mal auf Sardinien gespielt im September, wo es eine ganze Serie gibt von Turnieren. Seid ihr dieses Mal anhand eurer Erfahrung, von der Entwicklung, die ihr durchgemacht habt, mit Erwartungen auf Sardinien gegangen, um das Turnier einmal zu gewinnen auf der Stufe? Oder ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht realistisch gewesen, das zu erwarten? Also ich habe sicher die Turniere gut gekannt. Also ich habe also die Konditionen gekannt. Ich habe gewusst, wie das Wetter ist, der Platz und alles. Und mein Trainer hat mir eigentlich immer gesagt, dass ich das Niveau hätte, so ein Turnier auch jetzt schon zu gewinnen. Aber ich habe das nicht so richtig geglaubt. Aber jetzt, als ich es gemacht habe, ja, jetzt, was wirklich realistisch ist, glaube ich, so, dass ich das Niveau habe. Ihr habt, sei es eben auf Juniorenbasis, sowieso schon sehr viel. Jetzt habt ihr bei den Grossen langsam schon x-mal ein Finalspiel können bestreiten. Man kann ja Minuten vor einem Finalspiel ganz unterschiedlich verbringen. So, wir sind nervös, so, wir können sich ablenken mit Playstation, mit was auch immer. Oder sind sehr gelassen. Wie sind das so alle Minuten vor einem Finale? Also ich bin eigentlich allgemein vor dem Match immer sehr nervös und vor dem Finale logischerweise noch ein bisschen mehr. Aber müssen wir auch alleine lassen? Ja, also ich tue gerne, wenn ich mit dem Trainer komme, ein Gespräch führe, er kann mich immer gut beruhigen und gut auf den Match einstellen. Und jetzt einmal brauche ich auch alleine, dass ich ein bisschen Musik höre und mich so ein bisschen darauf einstellen. Ja. Ihr habt auch in Sardinien bei diesem Turnier im September schon gewisse Erfahrung. Hat jetzt das erste Mal gewonnen. Es gibt aber auch einen anderen Ort, zum Beispiel Oberentfelden, Morgau. Da habt ihr schon mehrmals ein wichtiges Juniorenturnier gewinnen im Sommer. Was ist es auch ein Lieblingsort, wo ihr am liebsten dort Tennis spielt oder Turniere bestreiten? Also eigentlich habe ich keinen Lieblingsort, wo ich gerne spiele. Ich spiele eigentlich überall gerne Tennis. Das ist eigentlich das, was ich halt gerne mache. Nachher spiele ich sicher lieber auf Sandplätzen und da ist sicher Italien und die Orte sicher, kommt mir mehr entgegen. Über die Unterlage werden wir nur reden, warum dass ihr sehr gerne auf Sand dort spielen. Wenn man jetzt an einen Ort zurückgeht, wie zum Beispiel eben Oberentfelden im Aargau, und man weiss, man hat das schon gewonnen, schon mal oder schon mehrmals, hilft das, wenn man wieder geht? Also auf einer Seite ist sicher positiv. Also du weißt, du hast schon mal gewonnen, du kannst es vielleicht noch mal schaffen. Auf der anderen Seite gibt es da auch einen Druck, weil halt alle Leute wissen vielleicht, dass du da gewonnen hast. Und jetzt halt ist es nochmal Bestätigung und dann machst du dir halt selber ein bisschen Druck. Aber ja, es ist positiv und negativ, glaube ich. Mhm. Dass man geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer die Lena Hidalgo ein bisschen einstufen oder einschätzen kann. Im Moment ist sie in der Schweizer Rangliste von den Damen auf Nummer 16 klassiert.
Zum Vergleich, die Mia Baczynski ist Nummer 1, Belinda Bencic Nummer 2. Und in der Schweizer Rangliste von der U18-Juniorinnen ist die Lena Inalbo an zweiter Stelle. Und wir kennen das noch einseitig auf die Weltrangliste. In der U18-Weltrangliste ist die Lena Inalbo 45. Und in der Gesamtweltrangliste von der Grossen ist sie im Moment auf Rang 782. Ich habe schon ein paar Zahlen gesagt, dass die Zuschauer euch wissen, was steht ihr überhaupt? Wie fühlen sich so die Zahlen an, wenn jetzt jemand sagt, ihr seid Nummer 16, zum Beispiel von der Schweiz, bei den Grossen? Also für mich ist das sicher ein, also fast ein Ehre, wenn ich das so kehren kann. Und wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hat, dass ich das werde sein, habe ich das glaube ich nicht so geglaubt. Also ich bin wirklich im Moment mega zufrieden mit meiner Entwicklung und ich hoffe, dass es auch so weitergehen kann. Mhm. Habt ihr auch letztes Mal ein konkretes Ziel gesetzt, dass er gesagt hat, ich möchte gerne bis dann zum Beispiel auf der Ranglistenposition sein? Also ich tue mir eigentlich wenig so Ziele setzen, mit, also was die Klassierungen oder die Rangliste angeht. Ich probiere eigentlich mich jeden Tag auf das neue Jahr zu verbessern und einfach Schritt für Schritt zu gehen. Aber so für mich selber habe ich schon, dass ich vielleicht dieses Jahr unter den Top 700 von der Welt abschließen kann. Und ich glaube, ich bin nicht so weit weg, dass ich es das schaffen kann. Aber 80 Weltranglistenpositionen fehlen im Moment. Der Turniersieg in Sardinien wird keiner mal helfen. Also da seid ihr ganz sicher auf gutem Weg. Auf gutem Weg war vor 3 Jahren die Belinda Bencic. Sie hat dann als 16-Jährige die Juniorenturnier von Wimbledon und Paris gewonnen. Ist der Weg, den Belinda Bencic gemacht hat, sie hat sich jetzt auch in der Weltspitze etablieren können, also etwas wie ein Vorbild für euch? Also sie ist sicher ein Vorbild, ich glaube für alle Schweizer Tennisspieler oder alle Welt, alle Tennisspielerinnen auf der Welt, aber ich glaube, sie ist eher ein Ausnahmetalent, also so etwas zu machen, was sie gemacht hat, würde ich sagen, ist fast ja, unmöglich. Und ja, ich glaube, ich muss meinen Weg gehen, weil das, was sie gemacht hat, ist sehr, sehr schwierig. Aber zeigt das auch auf, dass der Weg ins Profitennis jetzt anhand von ihrem Beispiel dass sie quasi auch mental aufzeigt, man kann es arbeiten. Ja, das ist sicher ein, also ein Vorbild in dem Sinn, sicher, ja. Wenn wir dann, bei der Belinda Bencic bleiben, sie ist 1,75 Meter gross. Und nachher die Rebecca Masarova, Talent aus Basel, die im Moment Nummer 6 ist im Schweizer Damen-Tennis, ist 1,85 Meter gross. Und ihr, Elena Inalbo, habt 1,60 Meter. Und die Größe im Tennis ist ja euch immer ein Faktor. Da seid ihr jetzt im Nachteil gegenüber diesen zwei Beispielen, die ich gesagt habe, wie die dir das machen. Ja, also ich glaube, es hat seine Vorteile und auch natürlich auch seine Nachteile, wie er gesagt. Ich bin jetzt nicht so gross, dann muss ich halt mein Spiel ein bisschen anpassen. Ich muss halt noch an der Grundlinie stehen, probiere nicht zu viel Platz zu verlieren zu hinten. Aber ich glaube, man hat halt andere Fähigkeiten vielleicht, wenn man nicht den super Aufschlag hat, von der Größe her, ist man vielleicht schneller oder flinker. Träumt man abends zu, vielleicht auch mal ein paar Rasmäts schlagen oder vielleicht am Netz noch mehr Smash können zu spielen direkt, also Ball aus der Luft direkt im Brich anzunehmen? Ja, es sind einmal denke ich immer schon, es wäre gut, wenn ich ein paar Zentimeter grösser wäre, aber ich kann glaube ich eh nichts ändern und ich probiere das Beste aus dem zu machen, was ich habe. Die Junior Grand Slam von der Belinda Bencic, die ich angetönt habe, sie war in Wimbledon und in Paris, French Open. Ihr habt das dieses Jahr dank eurer guten Resultate sogar noch toppen. Ihr habt nicht nur in London und in Paris spielen, sondern auch in New York, also US Open. Dass ihr es geschafft habt, an die 3 Junior Grand Slam zu spielen, ist das mehr wert als ein Turniersieg, wenn er jetzt zum Beispiel die Sardinien feiern kann? Ja, ich glaube, es ist vor allem anders. Also ein Turniersieg ist sicher auch viel wert, aber ich glaube, hinter diesem Erfahrung, also hinter diesem Turnier steckt viel Erfahrung. Also man kann sehr viel Erfahrung sammeln. Ich glaube, das muss man mal erlebt haben. Ich glaube, es ist, ja, ich würde sagen, fast mehr wert als ein Turniersieg.
Erzähl doch mal, was er erlebt hat. Ich meine, ihr seid da immer praktisch im gleichen Zirkus gewesen wie die ganz Grossen, wie Federer, Kerber, Williams Schwestern, Djokovic etc. Ja, es ist wirklich so. Also, wir sind da wirklich Mitte drin, kann man sagen. Und ja, es ist wirklich erstaunlich, wenn man zum Beispiel, ich bin im Fitnessraum gesehen, bin zum Velofahren und dann schaue ich nach rechts und da ist der Djokovic da am Velofahren. Dann ist schon gerade so zweimal müssen schauen. Mhm. Und das ist wirklich ja eindrücklich, wenn man die ganzen so sieht, wie die sich bewegen und was die machen. Und das ist wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Ja. Ihr seid ja selber als Profi, also als Spielerin da gsi. Habt ihr den gleichen so Drang, die Herren zu fragen oder die grossen Stars und Sterne zu fragen, für ein Selfie zu machen? Also, das haben viele gemacht, aber ich selber habe mich irgendwie nicht getraut, da zu fragen. Mhm. Schweizer, habt ihr euch gesehen? Ja. Schweizer, Schweizerinnen? Mal, also Baczynski habe ich in der Garderobe gesehen, neben ihr vorbei und Federer und so. Wawrinka habe ich auch gesehen, ja. Mal eigentlich, die sieht man schon so umeinander. Nehmen die, haben die auch wahrgenommen? Es geht nicht so wirklich. Also, es ist jetzt nicht, dass man wirklich so mit ihnen auf eine Reihe hoch ist. Oder zum Beispiel die Mea Baczynski, hat Zeit gehabt, mit ihr zwei Worte zu wechseln oder so? Nein, gar nicht. Ich kann auch nicht irgendwie wollen, ist irgendwie ein Stier oder... Ja. Man weiß ja nie, was die am machen sind und so. Das ist besser, glaube ich, wenn man einfach die lassen, in Ruhe lässt. Also nur schon aufgrund von diesen Superstars habt ihr bei diesen Grand Slam-Turnieren grosse Erfahrungen sammeln. Ihr habt ja selbst für euch gespielt, logischerweise in Einzel und Doppel bei diesen Junior Grand Slam. Mal abgesehen von den Resultaten, die ihr gemacht habt, was nehmt ihr mit an Erfahrungen, die ihr in einem Match können sammeln? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Turnieren. Ja, sicher. Wenn man hier spielen will, ist der Druck ein bisschen höher. Also ich habe mir selber ein bisschen zu viel Druck gemacht. Und das ist, glaube ich, auch, wieso es nicht so gut ist gelaufen, einzeln. Und ich glaube, es ist auch normal, dass da ein bisschen mehr Stress und Druck ist als in einem anderen Turnier. Und das probiere ich dann, wenn ich hoffentlich nächstes Jahr noch mal kann, in die Grenzen zu gehen, das ein bisschen besser zu managen mit dem Druck. Ihr habt die ganze Mal gesagt, wo wir über die Gräsio geredet haben, betreffend Belag. Ihr spielt sehr gerne auf Sand. Von wo kommt die Vorliebe für die Unterlage? Also ich habe eigentlich von klein auf, hier zu Fisch und überall recht viel auf Sand gespielt. Und mein Spiel ist halt auch ein bisschen auf Sand, für Sand gemacht sozusagen. Also ich probiere variantenreich zu spielen und nicht einfach bum bum wie mit der Brechstange wie viel freuen. Mhm. Dann kommt mir halt das Spiel, das ein bisschen langsamer ist, würde ich sagen. Und ich probiere halt auch ein bisschen mehr taktisch und vielleicht ein bisschen im Kopf zu brauchen. Und dann kommt mir das Spiel auf Sand schon mehr entgegen. Ja. Ihr habt eben dieses Jahr in Wimbledon können spielen. Also das erste Mal so ein richtiges Turnier auf Rasen. Habt ihr neue Schuhe müssen haben für das? Was war das für eine Erfahrung, auf Rasen Tennis spielen? Weil da kennen ja eigentlich die wenigsten mitreden, euch Amateur-Tennisspieler. Ja, auf Rasen ist wirklich sehr speziell. Also, das war für mich ein Premiere. Aber eigentlich, also, es passt mir eigentlich noch ganz gut, weil die müssen halt recht tief sein mit dabei und ich bin halt schon klein, da kommt mir das auch zu mir entgegen. Mhm. Und ja, es ist halt schon anders als auf den anderen Belag. Und ja, die Pinks sind halt kurz, also es geht nicht irgendwie lange Ball wechseln. Und ja, es war wirklich eine gute Erfahrung, hier zu spielen. Und auch Wimbledon an sich ist halt sehr speziell, sehr altmodisch, alle weiss und so. Und, aber ja, es war auch super. Ich denke, die Junioren und Juniorinnen haben euch alle in weiss spielen müssen. Ja, genau. Ja. Ja. Habt ihr sonst euch gemerkt, dass ihr an einem Ort seid, wo eine unglaubliche Tradition einem entgegenkommt? Ja, das merkt man schon. Also abgesehen vom Weiss, die ganze, also die Anlage und alles, man spürt schon. Man sagt ja in Wimbledon, das Korbi Erdbeer, glaube ich, sehr Tier. Oder die, oder die Portion Rostbeef sehr Tier. Ja, die Erdbeer habe ich auch ein paar gegessen. Ja. Sind das Geld wert gewesen? Mal, ja, fein gewesen. Es gibt hier im Oberwallis ja noch einen anderen, der Weg hat wollen machen als Profi. Unser Fisch, der Jakob Kahun, er ist jetzt Nummer 12 von den Schweizer Männern. Er war fair auf dem Profiweg, hat jetzt der wieder verloren.
Ist er für auch euren Ort ein Vorbild? Ist er einer, der auch helfen kann mit Inputs? Ja, ich glaube, er ist ganz klar ein Vorbild. Also ich bin schon von klein, habe ich halt viel mit ihm trainiert. Jetzt ein bisschen weniger, weil ich halt nicht immer da bin. Aber ich glaube, er ist als Person, als Tennisspieler, wirklich ein super Typ. Und ja, wir reden viel über das Tennis diskutieren. Und er kann mir immer wieder in Sachen helfen, mentale Sachen oder was auch immer. Er ist wirklich eine super Person, ja. Ihr habt ja gesagt, von klein auf schon ein bisschen mit ihm involviert gewesen. Wenn ich mich ganz zurück erinnere, wenn er ganz klein und ganz jung war, ihr habt ja angefangen, Fußball zu spielen. Das war eigentlich auch ein Sport gewesen. Und ein Mädchen bei den Buben, das gibt es immer mehr, aber immer noch nicht so viel. Was hat auch nachher ins Tennisspielen gebracht? Ja, eigentlich habe ich mit Fußball angefangen, weil halt mein Papa und meine Brüder haben das gespielt und ich wollte unbedingt etwas machen. Und dann habe ich halt mit Fußball angefangen, weil Tennis ist in unserer Familie nicht so. Also das hat eigentlich niemand gemacht. Und dann habe ich noch mehr Sachen ausprobieren und dann bin ich mal einen Tenniskurs gegangen. So. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und dann habe ich halt immer mehr und mehr Stunden genommen, bis mir das Fußball nicht mehr gefallen hat. Und schlussendlich war ich nur noch im Tennis. Heute seid ihr so wie, ihr habt in Briginer Sportschule auch einen Platz. Eben von der sind ihr jetzt gerade hier ins Fernsehstudio gekommen. Ihr trainiert jeden Tag, sechs auf dem Platz, neben dem Platz. Ihr reist sehr viel Turnier, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Was heisst Thema, oder wie geht ihr mit der Belastung um? Ihr seid 17-jährig, die Agenda ist voll, von Tennis dominiert. Wie geht ihr um mit dem? Wohl, also momentan geht das eigentlich wirklich gut mit der Schule. Also da an der HSK zu Brieg, das ist wirklich für mich eine optimale Option, weil wirklich die Lehrer und alle geben mir wirklich die Chance, unterstützen mich voll. Und das schätze ich euch sehr. Und ja, es ist schon klar, also ich habe schon viel zu tun, viel zu machen. Und auch vom Tennis ist halt auch nicht viel Platz daneben. Aber im Moment geht das so gut und das macht mir auch Freude. Und hat das gegeben. Freude tut es ja ganz sicher erleichtern. Aber wenn die Agenda schon so voll ist, eben zwischen Trainieren, zwischen Lehren, zwischen Turnieren spielen, ein gewisser Resultatdruck, der da ist, hat man dann noch Zeit, an die Karriere zu denken? Also, habt ihr heute Platz im Kopf, um zu sagen, ich will Profi werden? Dass man wirklich schon so konkret kann denken kann, was morgen und übermorgen könnte sein. Ja, also ich denke schon ab und zu dran. Also ich habe schon den Träumen immer noch vor Augen. Aber ich glaube, ich probiere auch, wie vorher schon gesagt, mich Tag für Tag zu verbessern, Schritt für Schritt zu gehen und probiere immer näher zu meinem Ziel zu kommen. Kleiner Ausblick auf nächstes Jahr. Ihr habt jetzt dieses Jahr wirklich schon sehr viel gewinnen, Erfahrungen sammeln. Wie kann man das toppen? Ja, toppen kann man immer, glaube ich. Und nächstes Jahr ist eigentlich vor allem das Ziel, dass ich nochmal probiere, an einem Grand Slam, also an einem Junior Grand Slam teilzunehmen. Und ja, mein Ziel ist eigentlich, dass ich da ein bisschen besser abschließen kann, weil es jetzt schon nicht so gut hat geklappt. Und sonst ist vor allem das Ziel, dass ich einfach auf der WTA-Rangliste mich vorarbeite und da weiter vorgehe. Ja. Und die letzte Frage, wenn ihr ans ganz 2016, es geht zwar noch zwei Monate, bis das durch ist, aber zurückdenkt, weil es ist also der mit Abstand schönste Moment gewesen, wenn man so einen Pokal zum Beispiel kriegt. Also ich glaube, ich würde gerade sagen, der Gewinn in Sardinien von dem Z-Tüsiger war wirklich ein schöner Moment. Ja. Abgesehen von der natürlich von der Junior Grand Slam, die sind untoppbar, glaube ich. Jawohl. Und dem eigenen Bankkonto hat ja das heute eine kleine Freude gemacht, der kleine, ja. In Sardinien. Ein kleiner Schock. Leda Albo, merci für den Besuch am WB-Stammtisch. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht bald gibt es einen neuen Tennisprofi hier in unserem Oberwallis. Danke fürs Zuschauen.